Hi und willkommen bei mir, Lurchi Nummer 1. Heute an diesem Dienstag gab es leider kein neues Auto in GTA 5, aber dafür gibt es einen alles kostenlos Glitch und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Es funktioniert im Übrigen leider nur auf der PS4, auf der Xbox One funktioniert das Ganze leider nicht. Aber sei es drum. Wenn ihr jetzt einmal zu Beginn dieses Glitches in einer Online-Sitzung seid, dann stellt ihr als erstes eure Spawn-Location auf letzter Ort. Und wenn ihr eure Spawn-Location auf letzter Ort gestellt habt, dann ändert ihr noch einmal kurz euer Outfit. Dann bekommt ihr rechts unten die orangene Ladeschnecke und dann ist das Ganze abgespeichert und wir kommen zum ersten Schritt, wie wir den Glitch machen, alles kostenlos zu bekommen. Und zwar gehen wir auf den Reiter Online und gehen auf GTA Online verlassen. An dieser Stelle möchte ich noch betonen, dass dieses Video ein wenig länger ist als meine sonstigen Videos. Hat den einfachen Hintergrund, dass ich es versuche, so einfach zu erklären, wie ich das eben kann. Denn wenn wir diesen Glitch einmal näher betrachten, muss ich euch leider sagen, dass auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Schwierigste ist, dieser Glitch auf Position 7 zu finden ist. Nur damit ihr nicht ganz so enttäuscht seid, falls ihr es nicht hinbekommt. Seid ihr jetzt einmal im Story-Modus angekommen, dann geht ihr jetzt einmal in den Regisseur-Modus und im Casting-Trailer angekommen, geht ihr dann direkt einmal auf Regisseur-Modus betreten. Wie gesagt, funktioniert auf der PS4 und leider nicht auf der Xbox One und ebenfalls leider nicht auf dem PC. Nicht, dass irgendjemand da draußen den Glitch macht und nachher enttäuscht ist, warum das Ganze nicht funktioniert. So, dann sucht ihr euch jetzt am besten irgendwo im Spiel eine Stelle, wo ihr ein bisschen Platz habt, wie zum Beispiel unten am Strand. Habt ihr euch so eine Location einmal ausgesucht, dann geht ihr jetzt einmal auf euren Wegpunkt und lasst euch dorthin spawnen. Bei mir ist es jetzt jeden Augenblick der Fall. Das Spiel braucht heute, habe ich so das Gefühl, etwas länger wie sonst. So, jetzt. Ich bin am Strand, hier habe ich massig Platz, öffne das Interaktionsmenü und gehe einmal auf den Szenen-Editor. Im Szenen-Editor angekommen, suche ich mir jetzt eine Szene raus, von 1 bis 4, irgendeine freie, wo noch nichts drauf gemacht wurde. Ich entscheide mich jetzt hier einmal mal für die Szenerie Nummer 1. Und wie gesagt, Leute, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären. So, jetzt gehen wir auf die Requisiten und scrollen nach links, bis wir bei der erhöhten Stuntfahrbahn ankommen hier, diese hier, erhöhte Stuntstrecke. Und wenn wir diese ausgesucht haben, drücken wir jetzt hier einmal X, dass wir das Ganze platzieren. Dann drücken wir die Dreiecktaste und halten die Dreiecktaste jetzt gedrückt. Und mit X drücken wir jetzt immer wieder drauf und halten die Dreiecktaste gedrückt. Und X drücken wir so oft, bis wir von dieser Strecken oder von diesem Streckenelement ungefähr 45 Teile auf der Map platziert haben. Deswegen habe ich gesagt, sucht euch am besten eine Stelle, wo ein bisschen Platz zur Verfügung ist, wie zum Beispiel am Strand. Wir machen das Ganze bis 45 Streckenelemente. Wir halten die Dreiecktaste gedrückt und drücken immer X. Haben wir unsere 45 Streckenelemente, drücken wir jetzt einmal Kreis, um dieses Menü zu verlassen. Ihr seht jetzt hier, eine Mods-Fahrbahn haben wir hier hingezimmert. Und wenn wir das soweit haben, wie gesagt, einmal jetzt die Kreistaste drücken und dann auf Szene speichern. Hat den einfachen Hintergrund, falls wir verkacken, dann haben wir diese Szene zumindest einmal gespeichert.
So, jetzt gehen wir auf Platziere die Requisiten. Da gehen wir einmal mit X drauf, dann landen wir hier in dieser Staffelung von 1 bis 45. Wir befinden uns jetzt an der ersten Fahrbahn, das sieht man hier unten, da ist das Riesenrad vom Strand und so weiter oder von der Promenade. Deswegen gehen wir jetzt mit dem Cursor auf die letzte oder das letzte Streckenelement und dann kommen wir zum schwierigsten Teil in diesem Glitch und ich versuche es so gut wie ich kann zu erklären. Und zwar gehen wir jetzt auf den Cursor oder mit dem Cursor auf das am weitesten entfernten Streckenelement. Dann drücken wir die PlayStation-Taste und suchen jetzt nach einer Aktivität. So wie wir das in den letzten Glitches ja auch immer gemacht haben. Aktivität. Und jetzt suchen wir irgendwas raus, was wir verwenden können. Wie zum Beispiel diese Aktivität. Da gehen wir mit dem Cursor auf GTA Online starten, drücken zweimal die PlayStation-Taste, sind zurück im Spiel. Und wenn wir jetzt zweimal die PlayStation-Taste drücken, sind wir wieder hier. Soweit müsste das Ganze ja jetzt klar sein. Und jetzt kommen wir zum kniffligen Ganzen an dem Glitch. Und zwar drücken wir die Dreieck-Taste. Und sobald wir die Dreieck-Taste gedrückt haben, gehen wir ganz schnell auf GTA Online starten, lehnen die darauf folgende Meldung mit Kreis ab und gehen zurück ins Spiel. Muss ganz schnell gehen. Und wenn wir verkacken, dann gehen wir auf das Streckenelement 1 zurück. Falls wir es geschafft haben, so wie ich, dann haben wir diesen Bildschirm und an diesem Bildschirm spammen wir jetzt X, bis wir einen Black Screen bekommen. Hier ist er. Spammen weiter bis zum zweiten und drücken Optionstaste. Das kann an dieser Stelle mal etwas verwirrend jetzt gewesen sein und deswegen zeige ich das Ganze jetzt nochmal in Slow Motion. Dreieck, doppelt PlayStation-Taste, X und Kreis. Und wir landen in diesem Bildschirm. Hier wird X gespammt, bis ein Black Screen kommt. Hier ist er. Weiter X spammen bis zum zweiten Black Screen. Hier ist er. Und jetzt Optionstaste. Bumm. Und wenn wir das geschafft haben, ich weiß, das ist mega tricky, aber genauso braucht das dieser Glitch. Dann gehen wir hier in den Rockstar Editor und auf den Regisseur-Modus und bekommen folgende Meldung. Und jetzt machen wir dasselbe wieder. Das heißt, X drücken, ganz schnell die Aktivität starten, mit Kreis ablehnen, zurückkommen. Und Bams. Und jetzt sind wir endgültig gefreezed. Und wenn wir endgültig gefreezed sind, dann kann ich euch zum Aufatmen eine Kleinigkeit sagen, und zwar habt ihr das Schwerste jetzt hinter euch. Und jetzt kommt eigentlich der angenehme Teil, und der angenehme Teil heißt im Umkehrschluss nichts anderes wie, jetzt braucht ihr noch einen Kollegen. Der Kollege, den ihr jetzt benötigt, muss sich in einer öffentlichen Sitzung befinden und euch in einen Job für einen Titan einladen. Und während der Kollege das macht, sucht ihr euch schon mal eine App, um GTA 5 anzuhalten. Wie zum Beispiel YouTube oder Netflix. Oder manche haben auch von irgendwelchen Kopfhörern so eine App. Zumindest brauchen wir jetzt eine App, die GTA 5 anhält. Und wenn wir das vorbereitet haben mit dieser App, dann gehen wir jetzt einmal schauen, ob der Kollege uns die Einladung für einen Job für einen Titan schon geschickt hat. In meinem Fall hat er das getan. Und wenn er das nämlich getan hat, dann gehen wir jetzt nämlich auf Freunde, auf den Freund, speziell auf den Freund, der das eben uns zugeschickt oder eingeladen hat. Und hier steht jetzt Spieleinladung annehmen. Da darf nicht stehen Spiel beitreten. Spieleinladung annehmen muss da stehen. Und dann folgt ihr einfach hier diesem Bildschirm, indem ihr jetzt hier X bestätigt. Und sobald ihr in den Wolken seid, doppelt PlayStation-Taste, YouTube-App starten, GTA 5 hält an. Wir gehen wieder zurück auf GTA 5 und starten es somit neu. Hier diese Meldung wird mit X bestätigt. Und dann müssten wir nach etwas längerer Zeit im Online-Modus gespawnt werden. Und jetzt
haben wir den Glitch geschafft. Jetzt können wir uns alles kaufen für 0 GTA-Dollar. Und dass das funktioniert, das zeige ich euch jetzt, indem ich einmal kurz meine Munition frisch aufkaufe. Und da erkennt man dann schon mal, aha, ich habe mir zwar Munition für 1000 GTA-Dollar gekauft, aber habe gar nichts abgezogen bekommen. Das heißt, der Glitch funktioniert ab dieser Stelle jetzt. Und jetzt müsst ihr im Prinzip nichts anderes mehr machen, wie in eure Firmengarage zu gehen und an irgendein Notebook, wo ihr im Internet Autos kaufen könnt. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt hin. Solltet ihr kein so ein Notebook haben, weil ihr ganz einfach keine Firmengarage habt, dann lasst euch von einem Kollegen von euch einfach in die Firmengarage einladen und benutzt dann eben sein Notebook. Funktioniert genauso. So, ich betrete jetzt hier mein Büro. Und wie gesagt, jetzt kommt eigentlich der relativ chillige Teil. Und zwar können wir uns jetzt eigentlich alles kaufen, wonach uns der Sinn steht, für 0 GTA-Dollar. Kleines Handicap an dieser Sache, wenn wir jetzt beispielsweise ein Auto kaufen möchten, was 3 Millionen GTA-Dollar jetzt im Prinzip kosten wird, zum Beispiel, dann müssen wir diese 3 Millionen aber haben. Wir bekommen sie zwar nicht abgezogen, aber wir benötigen das Grundkapital dafür. Ich denke mal, vom Prinzip verstanden. Wenn ich ein Auto kaufe für 1 Million, habe aber nur 900.000 auf der Bank, dann klappt das nicht. Also das nötige Grundkapital sollte man haben. Ich mache jetzt in meinem Beispiel es so. Und zwar kaufe ich mir jetzt in meine Firmengarage mit meinem Zweitcharakter alles voll mit X80 Protos. Ihr könntet jetzt natürlich auch etwas anderes nehmen. Einen Deluxo. Einen Vigilante. Ihr könntet genauso gut eine Oppressor euch kaufen. Wonach euch der Sinn steht, ihr müsst nur das Grundkapital haben. Ich an meiner Stelle lasse das Bild jetzt hier ein wenig schneller laufen, habe mir eine 20er Garage komplett voll gemacht, also eine Firmengarage. Und jetzt Leute, nochmal genau zuhören, denn jetzt kommt der Endspurt unseres Glitches und da solltet ihr nochmal genau zuhören. Und zwar, wenn ihr fertig seid mit Einkaufen von Flugzeugen, Autos und Co., dann müsst ihr auf jeden Fall jetzt noch abwarten, bis die Fahrzeuge alle geliefert wurden. Und wenn dann alle Fahrzeuge geliefert wurden, dann müsst ihr an folgende Location auf der Map. Und zwar, ich zeige das mal eben. Wo war's? Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo es genau eigentlich war. Und zwar an diese Location hier, genau. Hier in der Nähe von Customs. An diese Location müsst ihr jetzt mit einem Helikopter. Genau hierhin. Ich habe mir jetzt einen Bassard-Heli genommen und fliege jetzt einmal zu dieser Location. Und wenn ihr die Location erreicht habt, könnt ihr jetzt eins erkennen, dass ihr plötzlich unsichtbar seid und nach kurzer Zeit wieder sichtbar. Und wenn das alles soweit geschafft ist, dann zieht ihr jetzt einfach den Fallschirm und versucht so zu landen, dass ihr nicht sterbt. Sollten zu viele Spieler in der Lobby sein, dann geht am besten auch gleich in den Passivmodus. So, hier stehen die Autos, die ich mir alle umsonst gekauft habe. Und wie ihr jetzt sehen könnt, muss ich jedes einzelne Auto oder Flugzeug einmal im blauen Kreis umsetzen. Hat einfach den Hintergrund, damit das Spiel sich das Ganze merkt. Also ihr seht hier, ich setze jetzt meine kompletten 20 Autos einmal um. Oder wenn ihr jetzt Flugzeuge in den Hangar gekauft habt, müsst ihr das da natürlich ebenfalls tun. Habt ihr das soweit, dass ihr die Fahrzeuge, die ihr euch gekauft habt, jetzt einmal komplett alle umgesetzt habt? Dann geht ihr jetzt in euer Interaktionsmenü und ändert noch einmal kurz euer Outfit. So wie bei mir jetzt. Manchmal kann es auch sein, dass das Interaktionsmenü vom Story-Modus eurem Online-Modus überlappt. Dann müsst ihr euch da eben hinkniffeln. Zumindest solltet ihr einmal euer Outfit wechseln, sodass die orange Ladeschnecke rechts unten am Bildschirmrand einmal zu sehen ist. Dann schließt ihr komplett GTA 5 und startet es neu. So wie bei mir. Ich habe jetzt GTA 5 komplett einmal neu gestartet. Und jetzt ist natürlich mega interessant, hat das Ganze funktioniert, ja oder nein? Das heißt, wir fahren jetzt hier einmal her und gehen über den Mechaniker,
einmal auf unsere Firmengarage und wie ihr sehen könnt, ist diese komplett voll mit 20 X80 Proto. Das heißt, der Glitch hat funktioniert. Wenn das Video euch geholfen hat und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wie gesagt, hab mir mega Mühe gegeben, es so einfach zu erklären, wie ich konnte, damit ihr auch Spaß habt mit diesem Glitch. Ich bin an der Stelle jetzt raus. Macht das gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.